Aber, hä? Leckt der oder hackt der? Hey und willkommen zu einer weiteren Folge auf diesem Kanal, nämlich Lambert Tycoon 2. Ne? Diese Folge werde ich folgendermaßen aufnehmen. Oh, was heißt aufnehmen? Ich werde diesmal heute, also wir werden den Tresor weiterbauen. Und, ich habe noch ein bisschen Kleinholz vorgehackt. Und, paar Dinge ansprechen. So, also hier ist unser Holz, ganz easy going und das sieht nicht gut aus. Ja, was runter, ich hoffe, das glitscht nicht irgendwann weg, denn das brauche ich noch für Special, das irgendwann kommen wird oder neu aufgenommen wird. Mal gucken. Also ich werde nächste Woche kein Video hochladen, deswegen oder geschweige auf Krampfeins hochladen, eventuell am Samstag. Aber ihr könnt euch schon mal darauf einlassen, es wird erstmal jedes Projekt gestoppt. Das war noch aus einer anderen Folge, ich habe mich da ein bisschen vertan. Es wird jedes Projekt gestoppt auf diesem Kanal. Das heißt ETS, Lambert Tycoon 2 und sonstige Projekte, die da noch kommen. Oder gerade anstehen. Und oh, da noch eine fette Base. Haben wir schon blacklistet? Nee, Blacklist bitte. Jetzt aber. So, und nämlich, da findet das tolle Eckern statt und ja, da werden wir gucken, auf welchen Spätzünder dann bin, so ungefähr 5 Tage, werde ich trotzdem auf Krampf die ganzen Eier suchen. Ja, das ist alles, was ich sagen kann. So, wir bauen da gerade oben den Tresor weiter, natürlich aus Luxus, das ist meine Bude, soll aus Luxus bestehen, also Tresor, weil da kommen ja die wertvollsten Sachen aller wertvollsten, packe ich da Phantom oder Endtime Sword rein, verarbeitet natürlich. Und baller da dahinter die Kabel, wenn es geht, dann so ein paar Lichter halt und ja gut, mit den Lichtern wird ein bisschen schwer, da muss ich mit einem Stud arbeiten, aber mal gucken. Noch der Licht dahinter ballern und so eine Kacke und dann werden wir sehen, was aus unserem tollen Tresor wird, ne? Duplicator on the way vor uns. Hat er... Oh, was hat denn das Thaddeus-Bild? Das wollte ich haben, aus dem Grund. Da ich, das mal brauche, für einen kleinen Trick. Ja, fangen wir... Aber, hä? Leckt der oder hackt der? Es leckt er, glaube ich. Ja, so ist Lambert Tycoon, leckt immer noch, ne? Ne, was ich sagen wollte ist, dass ich den Faden verloren habe, gerade eben. Das wollte ich nicht sagen, aber ich habe den Faden verloren. Ich sage einfach, wir bauen unsere Base weiter. Und ja, da kommt noch, also da kommt Alarm rein, auf jeden Fall. Rotes Licht, das blinken wird, weil der Tresorraum wird ja stockduster. Ob ich das schaffe, dass der Tresorraum von ganz normalen weißem Licht zu roten switchen kann. Mal gucken. Wenn man eigentlich Minecraft Redstone gut kann, muss das eigentlich auch gelingen. Das ist fast das gleiche. Nur in anderer Form halt. Wo geht denn der jetzt hin? Ja, ist mir auch jetzt egal. Ich wollte ein Bild kaufen, aber... Nee, nee. Lassen wir mal lieber. Irgendwann später. So, dann gucken wir mal. Packen wir der Holz hier rein. Na, geh rein. Geht doch. Und ich werde dann halt nur in Eckhand in der nächsten Woche oder auf Krampf am Samstag dann hochladen. Wenn möglich, sonst am Sonntag. Und eventuell bemerkt ihr es, auch eventuell nicht, ich weiß es nicht. Ich habe einen neuen Monitor. Dazu habe ich mir noch, das habe ich am letzte Woche Samstag bestellt, Switch und Monitor gegönnt auf meinen Nacken. Ich glaube, war ungefähr so 600 Euro. Ja, das kommt hin. Und wie gesagt, es leckt jetzt hier noch in Game. Das liegt an Roblox wegen den Network Receive. Dagegen kann man nichts machen. Da ist Roblox dann schuld. Und der VTO könnte es vielleicht versuchen, aber naja, ne. Wir zwingen hier keinen auf. So. Weil ich mal ansprechen kann, was in den Tresor kommt, falls das ich euch fragen, wenn einer so guckt, ist mir auch jetzt egal. Scheiße. Hallo. Da rein kommt mein wundervolles Thaddeus-Bild,
mein wundervolles Bild, das ich allgemein habe, das da. Das kommt auch noch rein. Da es ja halt so ein echtes, gutes Exemplar ist. Und da mache ich hier so einen Shop rein einfach. Oder ich lasse auch als Lager. Mal gucken, wie viel Platz nach im Tresor ist. Müssen wir mal gucken. Das Gras hier vorne, das irgendwie schon seit mehreren Jahren wartet, dass es ausgefüllt wird, bleibt stabil. Denn, falls welche Leute sich fragen, was ich denn hier vorhabe, ganz einfach, ich habe ja einfach vor, eine Base zu bauen, die ungefähr dreistöckig ist oder vierstöckig. Wird schon cool aussehen. Ja. So. Ich bin nur die Sorge, dass ich dann irgendwo Phantom Wood nochmal aufkaufen muss oder diesen langen Stiel da verbraten muss. Eigentlich voll die Verschwendung, wenn man so nachdenkt. Aber ist mir egal. Ich habe das Geld. So. Ja, 15 Millionen. Da kann es nur ein Duplikator sein. Am meisten, was da alles liegt. Obwohl... ne? Ich kann ja mal fragen, was er haben will für so ein Streetward-Bild. Dann latschen wir mal rüber. So, wo ist denn der? Oh, der hat sein YouTube-Zeichen gemacht, krasser Boy. Und eine Figur. Und ist nicht da. Perfekt. Ah, nein, das ist da drüben. Egal. Was hat denn der noch? Da soll es drin. Ah, das ist schön dekoriert. Ja, schön gemacht. Oh, das sieht geil aus. Irgendwie. Also es hat irgendwas. Es sieht irgendwie... Sieht irgendwie, ne? Ja, also da ist es eindeutig der Beweis. Ein paar Schlitten. Einen tollen Wasserfall. Ja. Server leckt anscheinend wieder. Jo. Was steht im Chat? Ja, irgendwelche Russen. Die was schreiben. So, dann würde ich sagen, machen wir einfach weiter mit der Bude. Wo liegt denn hier noch Kleinholz da? Was müssen wir noch verarbeiten? 4. Wird nicht ausreichen. Ich glaube, der ist ein bisschen zu lang, deswegen cutte ich den mal. Ja, da ein Leck. Ich glaube, das ist noch akzeptabel, hoffe ich mal. Dass es noch akzeptabel ist. So, zack. Ui. Ach, Glitzer, Glitzer. Eventuell werde ich auch noch Boden damit Glitzer ausbauen und dann mit irgendeinem anderen Material hier hiermit bauen. Ja, wo ist denn das jetzt da? Geht das eigentlich überhaupt? Warte mal. Ja, testen wir irgendwann anders aus. Das müsste gerade so eben noch hinhauen, ich hoffe mal. Na komm. Uiuiui, das wäre auch ganz schön knapp. Hoffe ich mal nicht. So. Dann lass mal nunzen. Und... Ui, ja, das passt super. Na, wir brauchen nochmal 4, da liegen nur 2. Oh, ne? Was passt, das passt. Fertig. Zack. Du, 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 du. Dann wieder hoch. Zack, zack. Nur wo ich mir noch gar nicht so richtig Gedanken drüber gemacht habe, oder halbwegs Gedanken drüber gemacht, dass ich noch nicht hochkommt. Leiter wäre scheiße. Also ich würde ja schon so eine fette geile Treppe bauen. Aus Glas. Also aus den Glasplatten da. So welchen zum Beispiel. Wie ich das noch baue, ist es fraglich. Aber es soll mega fett aussehen.
Das soll richtig mega fett aussehen. So. Dann müssen wir gleich noch mal ein bisschen Holz aus der Kiste holen. Zack. Nein, oh Gott. Stecken das da rein. Zack, ist drin. Ist die Frage. Das ist, glaube ich, ein bisschen knapp, wenn ich jetzt hier alles einbunkern will, weil ich hier so sehe. Also Äxte kommen auf jeden Fall rein mit diesen Schubladen, sag ich mal, dazu. Weil da passen die haargenau rein, denn Äxte, wenn man sie ablegt, haben genau die große Hit, die gleiche Hitbox wie eine verpackte Box. So, ach du Scheiße, wir haben ganz schön davor hier aus. Ach, oh, das sieht knapp aus. Nochmal so. Na, geht drüber. Los. Zack. Bin mal gespannt, was das Teil reingeht. Das sieht sehr außergewöhnlich aus. Müsste, glaube ich, so ein kleines Stammfetze gewesen sein. So, an die Seite. Zack. Jetzt hier hoch. Bumm. Komm, bitte, geh rein. Bitte, pass. Wie viel Prozent? Oh, 72. Scheiße. Ganz schön krass. Er wird gerade zu knapp da reinhauen, also baue ich das einfach nur mit rein. Ist mir egal. Das Holz könnte ich, glaube ich, nie verwerten. Irgendwo rein. So, dann packen wir mal das hier hinten rein. Flupp. Oh. Ja, dann packen wir uns zurück in die Box, ne? Kann ich auch nur verkaufen. Ein schnelles Stückchen, freut sich jeder drüber. So, dann packen wir noch das kleine Stückchen rein und dann setzen wir kleine Blueprints. So, Blueprints. Wie mache ich das jetzt? Da hier die Ebene sehr hoch ist, aber ich trotzdem einen geilen Boden haben will. Spiel? Hallo? Spiel? Na. Ah. Würde ich sagen, verlegen wir jetzt erstmal den Boden. So. Also das Eckhand-Thema kurz mal anzusprechen ist Märchen. Und momentan liegt ein Eier, die man jetzt bis zu dem Zeitpunkt, wo ich sie aufnehme, lass mich gucken. 14.3. Haben mich jetzt nicht so krass vom Hocker gehauen, aber ich hoffe, da kommen noch bombastische Teile. So, den Flur, wie machen wir den? Dick oder dünn? Large Teil, wie groß ist es denn? Muss auch irgendwie einberechnen. Nochmal. Haben wir Küche da. Nehmen wir mal, dann mache ich erstmal die hier, komm. Zack. Zack, wie viel Abstand ist denn da? Ja gut, der Weg ist ein bisschen breiter. Deswegen würde ich sagen, mal kurz kreisig nach unten. Na komm. Nehme jetzt einfach hier so den Blueprint. Und mess das mal. Fuck it. Ab. So, mal gucken. Zack. Zack. Ich hasse das, diese Verzögerung da drin. Ekelhaft. Zack. Passt nicht. Das sehen wir jetzt schon. Das heißt, wir setzen einen normalen und der ist wie breit? Ja, bisschen ist schon. Bisschen Platzverschönerung ist schon, ne? Egal, man kann ja noch eine zweite Ebene anbauen, so ist es ja nicht. So, nochmal die dann. Zack. Dann Turn. Oder Rotate, eher gesagt. Ah, fuck it, Alter, ich hasse das. Zack. Nein! Oh. Oh, der fliegt. Scheißen.
Und der da rein. So, gucken wir mal. Nehme ich eine Treppe oder nicht eine Wedge? Treppe, glaube ich. Doch, ja, da Treppe. Mach ich mal hier rein. Vorher passt. Ah doch, passt noch. Oder? Ne, ich mach doch wieder ein Vollzauber. So. Und dann wieder vollenden. Zack. Nee. Lass mal. Könnte ich da eventuell noch das Rundteil runterklemmen? Scheint nicht so. Geht das nicht? Nein? Okay. Aber das geht, ne? Das sieht auch scheiße aus. Wie hängt das jetzt dran? Okay, so. Mach ich einfach so, fertig. Na, komm schon. Hallo. Spiel, ich werd da rein. Perfekt. Ich höre was auf ein GS rumtrampeln. Oder? Machen wir Vollzauber, ne? Ah doch, da war was. Da, jetzt ist er weg. Tut mir leid, Fabi. Schreibt er irgendwas? Hey, Pharao. Hey. Ach, lass mal mein Shit offen. So. Perfekt. Würde ich sagen, holen wir noch das restliche Holz hier hoch. Ich glaube, es wäre praktischer, das mit dem Fließband in der nächsten Folge auszulegen. Nein. Sorry. Mein Geld. Alles meins. Alles erfand. So. Oh Gott. Wohl. Ach komm, bei ich da auch mal rein. Weil ist so. Gute Deutsch. Weil ist so. Ja, das ist echt ein gutes Argument dazu. What the fuck? Und der ist weg. Dann noch eine Treppe auch aus dem Holz. Na gut, ich muss dann so einen minimalen Übergang machen. Wo liegt mein Spookhut da? Geh zurück in die Ecke. Cool. Dann packen wir... Oh Gott. Das auch nochmal dahin. Stimmt, also dahin haben wir auf diesem Stuhl. Egal, ich kaufe eh bald einen neuen. Zack. Passt, perfekt. So, dann packen wir langsam. Packen wir das da auch hin. Ja, ich muss echt eine bessere Idee überlegen. Das ist einfach viel zu aufwendig. Ach Mann. Zack, jetzt aber. Komm. Ey. Hallo. Ey, das ist ein Scheiß. Ja, wie soll ich das da hochkriegen? Nee, es geht nicht mit dem Trick. Und wieder rulatschen, geil. Hier fehlt natürlich eine Fensterscheibe, die kann man durchlaufen.
So, dann hier hoch. Stein rein. Holz rein. Und trifft daneben. Super. Gefällt mir. Und was euch noch, was mir gerade noch einfällt, so ein bisschen talken oder ein Thema ansprechen. Da hier auch, wie gesagt, oder ich habe es nicht gesagt, ist mir jetzt egal, ich habe es vergessen, eine Woche in England bin, genau damit in Eckhunter startet, was ein sehr gutes Release-Datum ist. Oh Gott, wo ist es hingeflogen? Oh Junge. Werde ich meinerseits mit dem Felix 26 GEP, also Schulausflug das natürlich, werde ich da suchen, ob ich die Toys kriege oder nur die im Cardcode. So. Oh, scheiße. Zack. Das packen wir mal in die Ecken hier. Dann würde ich sagen, versuchen wir noch die Ecken, dann ist erstmal Schluss für die Folge. Dann haben wir ja schon viel geschafft für den Tresor. Das Stückchen packen wir noch mit. Das kann man, glaube ich... Ne, das ist das andere da. Das kann man noch in zwei Teile schneiden. Das sind schon mal drei. Und dann vier. Nehmen wir den hier auch noch. Perfekt. Aber kann man das stapeln? Eventuell? Ja, okay, das ist ein bisschen doof jetzt. Nö. Funktioniert nicht. Supi. Zack. Oh Gott, bin fast von meinem Gebäude geflogen. Hallo? Na, da fetzt mich gleich weg. Stabil. Und das ist auch nebenbei mein Hühn, mein diesjähriges Eckhand-Outfit. Da das Eckhand... Wo ist denn jetzt dieser Block hin? Hallo? Ah, da in der Ecke. Jetzt komm doch. Da letztes Eckhand ja bei mir ausgefallen ist wegen technischen Störungen und so ein Gedöns. Oh nein, ich darf vom Tisch. Deswegen werde ich diesmal aber Eckhand in dem Outfit aufnehmen. Finde eigentlich ganz lustig gemacht. Also da ist noch eine Animation dabei. Diese Gangster-Animation sag ich mal jetzt mal dazu. Aber die habe ich gerade nicht an. Die ist hier nicht existent, da das Spiel immer noch über R6 läuft. So, zack. Zack. Vor wie kannst du auf Zeitlimit gucken? Ah, komm. Ah, zwei oder eins schaffen wir noch. Da können wir es mal geben. Nee, das ist zu klein. Was haben wir noch vom Haufen hier? Das sieht gut aus. Nochmal hier die... Na gut, ich wollte hier hinten die Ecken zumachen, aber wenn es so ist, Spiel... Kann ich auch gerne machen. Ja, okay. Damit das jetzt das letzte Piece und, das New Update. Warte mal. Okay, der meinte halt das alte Update. Nebenbei läuft ja auch gerade, das kann ich noch kurz beim letzten Piece erzählen. Baseballs, okay. Achso. So ein Event, das mit Player One, also dem Film, kooperiert ist und ist einfach nur ein krankhaftes Event. Könnt ihr mal reinziehen in Blogs. Und ja, mal gucken, ob ich das kriege. Wenn ich das finde, werde ich einfach auf Twitter, also schön auf Twitter immer folgen. Einen Tweet hochladen, wo ich mal rumschreien werde anscheinend. So, dann würde ich sagen, war's das für die Folge. Wenn ihr mehr von sehen wollt von Lambo Tycoon 2, dann zeigt es mir mit einem Like oder wenn ihr so richtige ja, Ehrenmänner seid, mit einem Abo. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in einer Woche, würde ich mal sagen, ja, auf Krampf, wie ich das Video hochladen kann. Ja. Gute Abmoderation. Nee, haut rein, Leute, und ciao.